Wir sagen Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß. Und ich bin Frank Buschmann und glaube, dass das heute spannend wird. Und jetzt geht's los. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Buschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, Fünfer Mittelfeld. Und jetzt der Schuss. Klasse gehalten. Über die Torauslinie, Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ballverlust. Zu lässig mit der Hacke, der Ball ist weg. Und den Ball hat er sich geholt. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Wird's jetzt gefährlich? Das ist jetzt seine Chance. Und jetzt der Schuss. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gut geklärt, das war wichtig. Einwurf und das könnte gefährlich werden. Und jetzt ein Schuss. Nee, den Ball trifft er nicht. Sie stehen hinten nicht gut. Das muss heute im Heimspiel besser klappen. Und heute wird es keine leichte Aufgabe für Sie. Es muss mehr kommen, wenn Sie hier was mitnehmen wollen. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Stark verteidigt. Einwurf jetzt. Haben sie sich gut erkämpft. Gute Aktion. Ball raus. Da holt er den Ball zurück. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Klasse Parade. Hier nochmal eine Wiederholung. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt gehen sie über die Flügel. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Da kommt die Hereingabe. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Und er schießt. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Und Eckstoß. Jetzt der Eckball. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Jetzt müssen sie aufpassen. Und da ist der Ball wieder weg. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen.
muss Einwurf geben. Und jetzt der Schuss. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Da schießt er. Klasse, ein Schussversuch. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Oh, das war Pech. Ball landet nur am Aluminium, das ist ärgerlich. Wird das seine Torchance? Achtung jetzt! Jetzt der Schuss! Und der Schuss geht nicht ins Tor, aber ein ganz starker Konter. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Ein super Angriff. So müssen sie weiterspielen. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Wichtige Aktion. Klasse gemacht. Und jetzt die Chance. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Verdienter Treffer hier für sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore. Ist doch klar. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Keine Schwierigkeit hier. Ganz problemlos gehalten. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Das könnte der Gegner. Klasse Zuspiel. Jetzt vielleicht. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Da kommt er weit raus und kann klären. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier. Und das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Gut gemacht. Er spielt den Ball per Kopf weiter. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und jetzt die Chance. Jetzt schießt er. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Der Ball kommt rein. Der Versuch war harmlos. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Jetzt muss er runter, es war eine Vorsichtsmaßnahme, er hatte schon gelb. Richtige Entscheidung vom Trainer, das Risiko war zu groß, dass er hier vom Platz fliegt. Schosse lebt noch. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Ab geht's in Durchgang 2.
bisher hatten wir richtig Spaß, Buschi. Ja, wir haben tollen Fußball gesehen. Hoffentlich haben die Teams nicht ihr ganzes Pulver verschossen. Wird's jetzt gefährlich? Da kommt der Schuss. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Und Ecke. Jetzt die Ecke. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Da kommt die Ecke. Ja, da können sie nicht. Jetzt kommt der Schuss. Der ist noch heiß. Wird das eine Torchance? Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt's kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Die Defensive steht. Er schießt. Der Ball war ziemlich harmlos. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Ball kommt flach. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Jetzt ist der Ball weg. Er zieht ab. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Da stand er gut und gibt Freistoß. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Der Ball geht an den Pfosten. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da geht er dazwischen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Den spielt er gut und jetzt der Schuss. Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Jetzt wollen sie mehr Druck entwickeln und die gegnerischen Spieler früh stören. Das kann funktionieren, wenn alle mitmachen. Durch Pressing, Ballverluste erzwingen und dann eiskalt zuschlagen. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Da geht der Ball ein gutes Stück übers Tor. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Und das ist der Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Könnte jetzt was werden. Da kommt die Flanke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und er schießt. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren.
mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da kommt der Schuss. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Wird's jetzt gefährlich? Ball immer aus und das gibt Ecke. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Vanetta. Guter Zweikampf. Fairer Einsatz hier. Ball draußen wird Einwurf geben. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Flanke bleibt hängen. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Den Ball hat er gut geholt. Da geht er dazwischen. Jetzt vielleicht die Chance. Klasse Pass. Jetzt wird's gefährlich. Immer noch gefährlich. Jetzt kommt der Schuss. Da können sie erstmal klären. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Jetzt wird's gefährlich. Hereingabe. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. So, das Spiel geht jetzt. Jetzt ist er auch gefährlich. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Vielleicht. Da macht er ihn rein. Das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus. Zweifellos verdient. Ordentlich Power dahinter. Den hat er klasse erwischt. Ein schönes Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Wird das eine Torchance? Sehr guter Einsatz. Vanetta. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Da verlieren sie den Ball. So natürlich kein Problem, er holt sich den Ball. Ballverlust. Ball kommt rein. Klasse Zuspiel. Da wäre Platz für den Kopf. Der Angriff könnte was werden. Szene geht weiter. Er zieht ab. Nee, der Ball geht. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgepfiffen. Sie gewinnen dank einer ganz starken Offensivleistung. Und sowas wollen wir doch sehen. Attraktiver Angriffsfußball, der belohnt wird. Die Gastgeber heute mit einer guten Leistung. In dieser Begegnung. 2:0 heute. Das wird ihrer Defensive richtig gut tun.
Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Klasse gemacht. Und jetzt die Chance.